Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 4 in einer neuen Folge. Und wir haben ein Boot. Das ist ja schön. Wir haben noch kein Boot. Viel Glück. Passt auf euch auf und tretet diese Schurken kräftig in den Hintern, ja? Werden wir. Kopf hoch, Sissi. Du kriegst sie schon wieder. Bin ich mir sicher. Wir werden unser Bestes geben. Pass bitte in meiner Stadt auf alles hier auf, ja? Aber sicher doch, mein Eselchen. Sei unbesorgt. Weil wir haben sogar voll die Crew. Wer ist denn er? Du bist Cecile, was? Du sollst dem Baron-Typ mir eine ganz schöne Abreibung verpasst haben, erzählt man sich. Also lehn dich ruhig zurück, Kumpel, und genieß die Reise. Du hast es dir verdient. Anker lichtern! Ei, ei, Captain! Können wir das jetzt gar nicht selber steuern? Oh, das können wir gar nicht selber steuern. Das ist ja schade. Vielleicht können wir das später mal. Mit dem Schiff fahren wir über die Weltmeere. Schön. Schön weit. So, jetzt sind wir mitten am Meer. Oh, oh, voll der Kuh. Boah, das ist ein toller Effekt. Was wirst du tun, wenn wir Baron erreichen? Wir müssen Sid, den obersten Luftschiffingenieur Barons, aufsuchen. Er wird uns helfen. Ich hoffe, er ist vertrauenswürdig. Ja. Ist er kalt? Du zitterst ja. Es geht mir gut. Es ist nichts. Wir fahren sehr weit über die Weltmeere. Was geht hier vor? Ui. Ui. Ach nö, ein Seemonster. Ach, guck mal. Habe ich gespeichert? Ja doch, ich habe schon gespeichert. Potzblitz! Ach du heiliger Herrin. Der Herr der Meere. Ist es? Ja. Es ist Leviathan! Na toll. Ich bin mir nicht sicher, ob das so gut ist. Okay, jetzt drehen alle am Rad. Abdrehen! Oh nein, oh nein. Ah! Rüdiger! Rüdiger? Young! Edward! Na toll. Na toll. Das ist ja ganz toll. Oh, was? Ach du Heilige. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Oje. Wo bin ich? Rüdiger! Edward! Young? Wo seid ihr? Huch! Ach, herrje. Oh. Ich bin ein bisschen abseits vom Schuss gelandet, habe ich das Gefühl, und ich bin echt wieder allein. Ach, du. Oje, oje. Wo sind wir da gelandet? Ein Dorf? Mysidia! Das kennen wir aus Legenden und so, ne? Ich habe Leuten wie dir nichts zu sagen. Du bist doch dieser Widerling von neulich. Nimm das, Frosch! Was? Nein, bitte nicht! Was? Du bist doch dieser Widerling... Warum? Bitte nicht den Frosch verzaubern. Was ist da los? Der Teufelsweg liegt in einer anderen Dimension. Angeblich muss man einiges an Lebenskraft opfern, ohne ihn zu begehen. Moment, wir müssen erstmal gucken. Oh, hier gibt's nichts. Okay, gut. Igitt, du bist der dunkle Ritter aus Baron. Was? Was haben die? Ach, weil wir... Ah, jetzt ist sie ganz abgehauen. Oh, das tut mir sehr leid. Okay, wir sind... Ach, stimmt, Mysidia haben wir ja überfallen.
Willkommen, womit kann ich dienen? Ja, Hauptsache also das ist wieder okay, ne? So, wenn es ums Geschäft geht, haben die kein Problem. Da ist also Mycidia. Gut, aber brauchen wir eh nicht wirklich was. Vielen Dank. Was willst du? Mehr Waffen, um damit unschuldige Leute zu töten? Boah, wir haben echt hier, also die, ja, das ist, ich meine, das ist verständlich. Moment, war da rechts unten jetzt irgendwie? Nö, das hat mir so ausgeschieden. Diese tollen Texturen, diese unterschiedlichen. So, okay. Ja, hey, guck her. Ja. Wir müssen uns alle Tänze angucken, ne? Ich werde auf einmal so müde. Ach hey, was macht die mit uns? Schläfert die uns ein? Oh, okay. Oh. Was? Moment. Was ist denn jetzt passiert? Du musst noch viel lernen. Was? 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 Wieso sind wir? Was? Wir sind ein Schwein? Wir sind ein Schwein? Was kann ich hier als Schwein? Hier in diesem Gebäude beginnt der Teufelsweg, der nach Baron führt. Allerdings ist er seit dem Überfall neulich geschlossen. Menschen tun andere Menschen weh. Menschen töten andere Menschen. Das ist traurig. Gut, das hatten wir schon. Ja, jetzt bin ich ein Schweinchen. Na, da haben wir noch nicht. Willkommen, womit kann ich dienen? Okay, da haben wir das Zeug. High Potions, ja, weißt du was? Nehmen wir mal 10 mit. Und Echokraut nehmen wir auch 10 mit. Einfach nur, damit wir das alles haben. Haben wir irgendwas, was Schwein kuriert? Kuriert nicht Stein, sondern Schwein. Ach, Zelt stellt nur einige LP und MP wieder her. Nicht alle. Ich dachte immer, das stellt alle wieder her. Ach Gott. Ja, okay. Super, ich bin ein Schweinchen. Das ist ja ganz toll. Warum? Baron soll in den Feuern der Unterwelt schmoren. Bitte, verschone mich. Du siehst ganz schön mitgenommen aus. Hier, trink das. Das war vergiftet. Stirb, du blöder, leichtgläubiger Ritter. Warum? Ach, das ist ja lustig. Während, also das mit den Schweinchen, na toll, jetzt bin ich. Aber die sind alle so lieb zu mir. Hallo, darf ich eine. Ach Gott, immer der Namensänderer. Verzieh dich. Ich habe Angst. Du Ungeheuer, du hast unsere Freunde genommen. Hey, guck her. Komm, ich mach das nochmal. Ich möchte nämlich echt wieder kein Schweinchen mehr sein. Wahnsinn, also hier, also das passiert, wenn man einfach gemein ist. Und andere Städte angreift und Menschen tötet. Also wenn man gemein ist und Menschen tötet, dann passiert sowas, ne? Ach Gott sei Dank, ich bin wieder normal jetzt. Du musst noch viel lernen. Ja, ja, ist okay. Muss ich nicht, ist alles gut. Kann ich danach rein? Ach so, da geht's raus. Okay. Nein, falscher Laden. Da wollte ich gar nicht rein. Irgendwie ist das ein bisschen merkwürdig. Ich weiß nicht, was ich so sagen soll. So. 200 Gil. Du bist ja wohl wahnsinnig. Ich zahle sicher nicht 200 Gil für eine Übernachtung. Und nein, Leute, das sind Gil und nicht Chill. Ich sag's nur. Ja. So. Du hast keine Ahnung, wie viel Pein und Leid du uns zugefügt hast. Du wagst es, hierher zurückzukommen? Ja, das war keine Absicht, Leute. Seid mir da nicht böse. Oh, Haus der Gebete. Du bist doch dieser Dunkelritter. Wieso bist du zurückgekehrt? Ich heiße Cecil. Ich bin der ehemalige Anführer der Rotschwingen. Damals hatte ich nicht den Mut, mich dem König zu widersetzen. Treue wird die getötet wurden, nicht zurückbringen. Ich weiß. Aber ich sehe, dass du dich verändert hast. Vielleicht sollte ich doch anhören, was du zu sagen hast. Wir bekämpfen einen Mann namens Golbes, der es in Baron zu einiger Macht gebracht hat. Er hält einen der unseren gefangen.
Auf dem Weg zu ihr wurden wir von Leviathan angegriffen. Vielleicht ist dies eine Probe, die du bestehen musst. Du verlässt dich jedoch zu sehr auf dein dunkles Schwert. Glaube mir, es wird dir nur die Seele verdunkeln. Wenn du die Rechtschaffenheit im Kampf an deiner Seite wissen willst, musst du dich zum Berg der Tortur im Osten begeben. Dort könnten dich womöglich dein Schicksal erwarten. Aber meine Freunde schweben in Gefahr. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Deine Freunde bedeuten dir viel, und das ist nur recht. Aber du musst dich in Geduld üben. Du bist auserkoren, große Taten zu vollbringen. Erklimme den Berg der Tortur, verwandle dein dunkles Schwert in ein Schwert des Lichts und erhebe dich zu einem Paladin. Aber sei gewarnt, mancher schon hat die Reise gewagt, doch niemand ist jemals zurückgekehrt. Ach Gott, warum müssen das immer so Reisen sein? Möchtest du dich diese Herausforderung stellen? Ich fühle, dass ich es muss. Sehr wohl. Für einen Dunkelritter alleine wäre die Reise allerdings zu gefährlich. Ich werde dir zwei Magier mitgeben, die dich unterstützen werden. Palom, Porom. Ihr habt uns gerufen. Wo ist Palom? Palom, komm sofort her. Was? Unfassbar, dass ich, Mysidias Meistermagier Palom, diesem Baron Abschaum helfen muss. Ich tue das nur, weil der Älteste es befiehlt, also schätze dich glücklich, alles klar? Das sind die Magier? Ja, das sind Palom und Porom. Sie sind zwar noch Schüler, sollen dir aber dennoch eine Hilfe sein können. Ich bin der beste Zauberer in Mysidia. Du solltest dankbar sein, dass ich dich überhaupt mit meiner Gegenwart beehre. Palom, ich erwarte, dass du dich auf dieser Reise benehmen wirst. Ich bin Porom. Es freut mich sehr, eure Bekanntschaft zu machen. Palom, sag ihm Hallo. Hallo auch. Der Schwarzmagier Palom und die Weißmagierin Porom haben sich der Gruppe angeschlossen. Das freut mich ja sehr. Begebt euch jetzt zum Berg der Tortur. Palom, Porom, ihr müsst Cecile helfen, wo immer ihr könnt. Alter, was? Warum? Soll was können? Stufe 10, ihr wollt mich doch verarschen. Okay. Gut, zumindest wieder können wir. So, was haben wir da sonst noch so? Ein Paladin ist die Antithese des Dunkelritters. Der Vita-Zauber. Lexikon der Schwarzmagie. Feuer, Erde, Wasser, Wind. Der Ursprung allen Seins. Und Feuer, Erde. Okay, das ist ein relativ großer Text. So, da ist nix. Du bekommst mein Vertrauen erst, wenn du zum Paladin geworden bist. Ihr müsst gehen und euch erproben. Nur so erkennt ihr, ob ihr würdig seid, das heilige Licht zu empfangen. Ja, nee, ist klar. Gut. Ja, dann schauen wir mal, was das wird. Ich bin mir ja nicht so sicher. Ich bin mir ja nicht so sicher, ob ich mit den beiden überhaupt was zu reißen habe. Wahrscheinlich sterben die ganze Zeit. So, Angriff. Weinen. Zauberdu, ich mach mal Zauberdu. Die können weinen. Ich frage mich, was weinen kann. Piero! Okay, das ist gut. Also Zauberduo ist definitiv gut. Da bin ich schon ausgesprochen happy. So. Oje, die. So, Angriff. Was kann Bluff? Was kann weinen? Magie gestiegen? Nee, Gegner wurde verwirrt. Okay. Gott, die sind wieder so stark. So, machen wir normalen Angriff. Von hier Weißmagie. Bitte einmal heilen. Gut. Und daneben. Ja, toll. Daneben und trotzdem Nadeln. Boah, diese Nadeln, die sind echt viel. Die sind viel zu gut. Viel zu stark. So, okay. Palom hat Schwein gelernt. Palom hat Eisra gelernt. Und Porom hat Engel gelernt. Das ist ja schön, okay. Ich glaube wirklich, es würde sich auszahlen, hier ein bisschen zu trainieren. Moment, ich muss hier mal bitte meine Items wieder sortieren, dass die Potions mal wieder ganz vorne sind. Das würde sich auszahlen, ein bisschen zu trainieren. Hier am Rücken dieses Drachens, also zumindest die Landmasse, sieht so aus.
Oh, ich sehe schon. Das ist wieder ein Zauber-Duo-Geschichtchen. Autsch. Autsch. Da kommt der eine Schaden, das ist doch... Ja, gar nichts. Büro! Volle Freude. Büro! Und alle tot. Super. So. Ah, da ist ein Chocobo-Wald. Könnte vielleicht ein Item sein. Oh, Garuda. Bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, ich mache eher mal Eisra. Angriff. Und da machen wir auch Angriff. Eisra? Sehr stark. Oder? Ja. Wieso greifst du zweimal an? Was ist mit dir los? Das kannst du euch nicht bringen. So. Wow, 8 Schaden, ich bin begeistert. Daneben, ich bin begeistert. Komm, stirb bitte einfach. Oh, danke, ist gestorben, okay. So, haben wir da jetzt wahrscheinlich wieder? Haben wir da jetzt ein Item? Ja, da gibt es ja auch wieder irgendwo so ein Gizerkraut, aber das brauche ich noch nicht. Ich meine, ich könnte natürlich jetzt den weißen Chocobo mir schnappen. Ah, der tut MP wieder herstellen, das ist ja schön. So. Der weiße Chocobo stellt MP wieder her. B, B, B. So. Ist das hier auch so, dass ich hier keinen Schaden, keine Kämpfe habe? Ja, scheint so, ne? So, da ist der Berg, wo ich hin muss. Will ich aber noch nicht. Aber mehr gibt's ja in Mysidia irgendwie gar nicht, außer diesen komischen Berg. Hm. Oh gut, dann. Tschüss, Chocobo. So, ja. Yep. Berg der Tortur Eingang. 4 Schatzkisten, das ist schön. Oh, da muss ich wieder zaubern. Also, worauf wartest du? Schon gut, beruhig dich. Eis! Toll, ich dachte schon, es funktioniert nicht. Ja, hast eh gut gemacht. Ha, viel zu einfach. Zack. Palom, der Älteste hat uns beigebracht, nicht arrogant zu sein. Bitte entschuldigt sein Verhalten. Ja, ist entschuldigt. Zur gleichen Zeit. Parallele Geschichtserzählung. Komm her, Scarmiglione. Scarmiglione der Erde zu euren Diensten. Cecil strebt nach zu viel. Er besteigt in diesem Augenblick den Berg der Tortur. Ich werde ihm seine Flügel stutzen müssen. Er möchte also ein Paladin werden. Beseitigt ihn. Sein Dunkelschwert wird ihm gegen Untote nichts nützen. Ich werde euch seinen Kopf bringen, Meister. Nichts anderes habe ich erwartet, mein Herr. Jetzt wird es wirklich interessant. Findest du nicht, Kain? Cecil wird sich vielleicht noch als beachtlicher Gegner erweisen. Du stellst meine Entscheidungen in Frage. Scarmiglione ist einer der 4 Elementarfürsten. Er wird nicht versagen. Rosa soll es bezeugen. Ja, bitte gib mir noch eine Chance. Lass mich Cecil an Scarmigliones Stadt töten. Du solltest froh sein, dass ich dich nach deinem Fehler am Leben gelassen habe. Oh nein. Cecil! Ja, wow. Voll nett sind die alle. Ja, richtig, richtig schnieke Menschen. So, eine Potion, okay. Was? Angriff von hinten, das ist natürlich eher suboptimal. Wieso dürfen die das? Nein, bitte nicht Palom töten. So, weißt du was? Ich mache ja jetzt eine Potion auf Palom und du, Zauber-Duo, tötet die bitte alle auf einmal. Danke. Oh, Komet. Wow. Ja, das ist natürlich, das ist gut. Ja, aber das wäre beinahe in die Hose gegangen, weil ich glaube nämlich, wie gesagt, ich... Jetzt habe ich wegen einen LP, naja. Weil sie haben es eh gesagt in der... In der Sequenz, also ich mit meinem Schwert kann Untote ja nicht mal angreifen. So.
Okay. Oh, schöne Parallax-Scrolling-Effekte. Kann ich die jetzt angreifen? Wahrscheinlich ja nicht, oder? Wow, richtig gut. Okay. Pyrotechnik. Und tot. Ah, sehr schön, haben wieder was gelernt. Wunderbar. Heißt, das ist ein schöner Ausblick. Oh. Wer ist denn er? Den kennen wir doch irgendwo. Teller. Cecile. Was führt dich hier? Warte mal. Suchst du etwa nach dem, auch nach Meteorit? Meteorit? Du kennst den Zauber? Dann bist du wohl Teller. Was? Altes Haus. Sei nicht so ungezogen. Vor dir steht der große Weise höchstpersönlich. Es ist mir eine Ehre. Wir kommen aus Mysidia. Auf Befehl unseres Ältesten. Ja, wir spionieren. Das ist ja kein... Tut mir leid. Wie ich sagte, wir sind Führer... wir sind Führer für Sir Cecile. Ich heiße Porom. Und ich bin Palom, Mysidias ehrbarster Magier. Ich habe schon viel von dir gehört. Das Kind aus Mysidia. Cecile, wo sind Rydia und Edward? Wir wurden auf dem Weg nach Baron von Leviathan angegriffen. Und... sie sind doch nicht tot, oder? Ich kann es nicht ausschließen. Und zu allem Glück hat Golbes auch noch Rosa gefangen. Zu allem Unglück wollte ich natürlich sagen. Glück natürlich, weil Rosa jetzt nicht am Meeresgrund liegt. Unglück natürlich, weil sie gefangen wurde, ne? Ich wette, das ist seine Freundin. Psst. Ich dachte, dass du direkt nach Bern zurückgekehrt wärst, um Golbes zu konfrontieren. Gegen Bösewicht wie Golbis können wir einen Zauber wenig ausrichten. Ich suche hier nach Meteorit, dem legendären Zauber. Dieser Berg besitzt eine besondere Aura. Ich hoffe, hier fündig zu werden. Aber dieser Zauber ist viel zu gefährlich. Man muss stark und jung sein. Als Mann in eurem Alter. Ich gebe zu, dass ich nicht mehr der Jüngste bin. Aber ich werde Golbis bestrafen, auch wenn es mich mein Leben kostet. Naja. Mann, oh Mann. Wieso sind Erwachsene bloß so furchtbar dickköpfig? Das verstehst du nicht, weil du noch ein Kind bist. Sei jetzt still. Cecile. Du musst noch auf meine Frage antworten. Was machst du hier? Ich kam hierher, um ein Paladin zu werden. Denn mit meinem dunklen Schwert kann ich Golbes nicht besiegen. Außerdem möchte ich dieses vermaledeite Ding endlich loswerden. Wer ist Golbes? Ja, weißt du denn... Weißt du denn gar nichts. Er ist ein Schurke, der Baron kontrolliert. Ganz richtig. Du wolltest alles Übels. Du kamst also hierher, um ein Paladin zu werden. Dann birgt dieser Berg wirklich ein Geheimnis. Ich werde mit dir kommen. Ja, und der weise Teller hat sich der Gruppe angeschlossen. Das ist natürlich sehr schön. Je mehr, desto mehr. Ja, das ist ganz gut. Aber wie es weitergeht, bei dieser wunderschönen Aussicht, das sehen wir erst in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Tschüss, Leute.